Wollen wir mal schauen, ob das auch stimmt, was in der Beschreibung steht. Traglast 160 Kilo. Davon haben wir mehr als die Hälfte erreicht. Mein 92. Also ich könnte jetzt hier schon eine Glühbirne wechseln. Krass. Ja. Also das ist heftig. Ich würde mal sagen, Test bestanden. Ihr habt schon gesehen, es steht ein richtig geiles, schweres Projekt an. Und ja, wollen wir mal schauen. Uah. 40 Kilo. Oh, ich würde sagen, wir bauen heute einen Schreibtisch und das zusammen mit Flexispot. So, und zwar habe ich nämlich vor ungefähr 2 Jahren meinen ersten höhenverstellbaren Schreibtisch gebaut und das für meinen Bruder David. Damals war es ein schwarzes Gestell und heute bauen wir einen für meinen Bruder Armin. Der hat nämlich auch noch keinen Schreibtisch. Und ja, da baue ich zusammen mit Flexispot einen Schreibtisch. Und zwar ist das das Modell E7 Pro mit den Fuß C. So, passend dazu habe ich mir nochmal einen Bürostuhl bestellt, weil jeder Schreibtisch braucht natürlich auch einen passenden Bürostuhl. Das ist das Modell BS12 Pro. Und ich wollte auch was haben. Ich habe mir einen multifunktionalen Spind bestellt für mein Büro hier, für meinen Streamingraum. Das Ganze in Schwarz, war wirklich blitzschnell aufgebaut. Gute Qualität, gute Beschichtung, kann ich jedem empfehlen. Alle 3 Produkte werdest du unten in der Videobeschreibung finden. Ich habe das Ganze mal aufgebaut. Es geht wirklich sehr, sehr einfach. Und warum, weshalb ich mich dafür wieder entschieden habe, es werden wahrscheinlich jetzt viele meckern, Werbevideo, ist es in der Tat, ne, es ist markiert mit Werbung, aber ich muss sagen, ich habe es jetzt schon wieder gemerkt bei dem Aufbau des Produktes. Das Ganze ist ja made in China. Ich bin aber wirklich sehr, sehr zufrieden und ich kann wirklich mit meinem Namen Mr. Handwerk und meinem Namen Sebastian dahinter stehen. Kauft euch das, probiert es mal aus, testet das Ganze. Alleine von der Markierung hier, wie das Ganze markiert ist mit den Kabellagen, mit den Kabel, wie nennen sich denn die hier, diese Dinger aus Klett. Die sind so hochwertig, die fühlen sich so gut an. Auch die Verpackung, man denkt, man hat jede Verpackung, die man in der Hand hält, man denkt, man hat ein Apple-Produkt in der Hand. Dann ist das Ganze wirklich durchdacht. Und es ist einfach geil, von der Höhe her zu verstellen. Übrigens gibt es am 13.05. ab 9 Uhr für die ersten 30 Bestellungen gibt es nochmal 50% Cashback zurück. Und ab dem 17.05. die ersten 30 Bestellungen ab 9 Uhr gibt es auch nochmal 50% Cashback zurück. Alle Infos findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ich möchte es nochmal unterstreichen, die Qualität. Es ist nicht vergleichbar wie Made in China, es ist wirklich fast schon wie Made in Germany. Und deswegen habe ich mich dafür auch ein zweites Mal wieder entschieden. Mein Bruder David war wirklich sehr begeistert. Ihr könnt ihn fragen auf Instagram, verlinke ich euch unten. Bombardiert ihn mal. Er ist wirklich sehr zufrieden damit. Und ich hoffe, dass mein Bruder Armin damit auch sehr zufrieden ist. Als Tischplatte könnt ihr übrigens auch dort bestellen. Aber ich habe mir die ganze anfertigen lassen bei Plattenzuschnitt24. Da gibt es auch einen Rabattcode, Mr. Handwerk 5. Die haben unter anderem beschichtete Platten, die ihr euch auf Maß dort bestellen könnt. Denn Armin ist ein Student. Und ich bin keiner, auch wenn ich so aussehe mit einer neuen Brille. Bisschen gewöhnungsbedürftig, die Brille. Und ein Student hat in der Regel, wohnt in einer WG, also nicht alle, aber Armin, und hat in der Regel wenig Platz und wenig Geld. Und deswegen ist dieser Schreibtisch wirklich genial. Ja, er kostet ein bisschen, aber ich glaube, dieser Schreibtisch wird Armin ein Leben lang begleiten, weil einmal A, kannst du die Platte wieder abnehmen, kannst du was anderes draufschrauben. Und B, ist der von der Höhe her verstellbar, kannst ihn auch als Tresen nutzen in der Küche. Und ich werde nämlich Armin aus Latten, das ist ja gerade total das angesagte Thema, hinten eine Sichtschutzwand bauen aus Latten, die er aber gleichzeitig als Aufhängesystem benutzen kann. So, und das Ganze machen wir nämlich jetzt.
ein, zwei Punkte sagen. Also, kommen wir zuerst zur Traglast. Die Traglast hier sind 160 Kilo. Ihr merkt, er packt mich locker mit 92, 93 Kilo mit Klamotten. Das ist kein Problem. Unter anderem könnt ihr die Schreibtischbreite einstellen. Dank der C-Füße habt ihr hier vorne Freiraum. Wie gesagt, könnt ihr auch als Theke nutzen in der Küche. Das Tolle, was ich jetzt oder was dafür spricht, ist, war wirklich sehr, sehr einfach aufzubauen. Mit Beschreibung bzw. die Tüten oder die Schrauben hatten von A bis E, waren beschriftet. Wenn ihr einen Akkuschrauber bedienen könnt, dann könnt ihr auch so ein Ding aufbauen. Von der Qualität her bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Von Zubehörteilen war auch alles dabei. Ihr habt beispielsweise hier ein 3M, auch wieder made in Germany. Man achtet halt drauf, was man verwendet. Eine Kabelleiste, also zum Führen von Kabeln. Dann habt ihr nochmal hier wovon ich so begeistert war am Anfang, dieses Klettband. Ihr habt nochmal zwei Gummipuffer, zusätzliche Schrauben, falls ihr die Tischplatte nochmal abschrauben wollt. Zwischen Tischplatte und Gestell sind Gummipuffer und ein Schraubendreher war auch mit dabei und das war nämlich auch schon bei diesem Metallschrank mit dabei. Da war ich auch sehr stark beeindruckt. Es ging wirklich sehr, sehr einfach aufzubauen, also für einen Laien geradezu perfekt. Und das Geile, was ich auch jetzt gesehen habe, zufällig, du hast ein Antikollisionssystem drin. Das heißt, du fährst den Schreibtisch runter und es steht jetzt irgendwas im Weg. Er bleibt sofort stehen und fährt automatisch wieder hoch. Hinzu hast du noch einmal Kindersicherung. Das heißt, deine Kinder können das nicht einfach so bedienen. Und du hast nochmal 10 Jahre Garantie. Ich finde, das spricht für den Schreibtisch. Und ja, es ging jetzt hier nicht so wirklich um das Thema Bauen, weil jeder macht oder gestaltet seinen Schreibtisch irgendwie selber. Und die Lattenkonstruktion, das war wirklich sehr einfach, muss man sagen. Und wenn du dir so einen Schreibtisch zugelegt hast, lass es mich doch mal wissen. Lass es in den Kommentaren mal da, was du daraus gemacht hast, wie du zufrieden bist mit der Qualität und was du daraus bauen würdest. Ich habe mir jetzt zwei Regale besorgt. Die könnt ihr euch natürlich auch selber bauen. So. Jetzt haben wir eine tolle Lattenwand, so wie ich angekündigt gehabt habe. Ich habe das Ganze gehobelt. Ihr könnt natürlich auch fertige Dachlatten im Baumarkt kaufen. Ihr könnt das Ganze noch höher machen. Ihr könnt eine Plexiglasplatte als Rückwand verwenden. Ihr könnt natürlich auch links und rechts eine Dachlatte verwenden und da das Ganze schrauben. Ich habe es genagelt, weil ich es einfach zur Verfügung habe und es schneller geht als schrauben. Es ist aber eine ganz, ganz einfache Sache, so einen Schreibtisch wirklich aufzutoppen. Und bei Bedarf löst man hinten drei Schrauben, zieht das Ganze ab und dann hat man ganz normal einen Schreibtisch oder eine Theke für die Studenten-WG. Ich hoffe, mein Bruder wird sich freuen. Das Ganze ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Es wird vielleicht nicht der letzte Schreibtisch gewesen sein, denn jetzt hat mein Bruder David einen, mein Bruder Armin hat einen. Und wer hat keinen? Ich habe keinen. Vielleicht werde ich mir noch mal einen bauen. Und dann werde ich den aber aus zwei Platten machen, so dass ich da ein Geheimfach habe, dass ich da irgendwie was verstecken kann. Genau. Und vielleicht nochmal so eine Ladestation, ne, dass man sein Handy hinlegen kann und. Kriegst aber auch alles bei FlexiSpot. Link verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Und ich verabschiede mich hier mit diesem Video mit einem Handwerker-Daumen nach oben. Wenn du noch keinen Daumen da gelassen hast, lass einen Daumen da. Und wenn du, wie gesagt, Erfahrung gesammelt hast mit der Marke, dann lass es mich doch gerne wissen. Ich bin, wie gesagt, ich kann mit meinem Namen dahinter stehen, mit Sebastian und einmal mit Mr. Handwerk. Richtig, richtig tolle Qualität. Ich bin, ja, nach wie vor begeistert.